Hallo, mein Name ist Noel Zamani. Ich bin Rechtsanwalt bei Freshfields hier in Wien. Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Gesellschaftsrecht und M&A. Ich bin seit 2014 hier und kann euch heute insofern etwas über uns und unser Büro, das hier in der Seilergasse 16 über 6 Stockwerke geht, erzählen. Drinnen ist aber derzeit Maskenpflicht und insofern ab jetzt mit Maske. Ja, wir haben ja auch einen wunderschönen Alpolift, aber für die Kamera bin ich heute sportlich und treffe euch gleich bei der Rezeption. Hier sind wir im Empfangs- und Rezeptionsbereich, wo unsere Mandanten, Gäste, Mitarbeiter begrüßt werden. Auch die meisten Besprechungszimmer sind hier, vor allem die größeren, und eines von denen will ich euch jetzt ganz kurz zeigen. So, das sind unsere Besprechungsräume. Hier finden sowohl interne Meetings statt, als auch Associate Lunches, Veranstaltungen. Das ist jetzt alles ein bisschen reduziert natürlich, aber wichtige externe Termine finden weiterhin statt. Wir haben erst letzte Woche hier ein Signing gemacht und jetzt zeige ich euch mein Büro und ja, kommt's mit. Wie angekündigt, willkommen in meinem Büro. Die Bürosituation bei uns ist wegen des Altbaus generell ein bisschen individuell. Wir haben überwiegend Einzelbüros und einige wenige Doppelbüros. Das hier ist so eines. Ich teile mir das mit einem Kollegen und sehr guten Freund von mir, der circa zeitgleich begonnen hat, jetzt schon seit Jahren. Und genau, 2018 war ich dann ein halbes Jahr auf Secondment von Freshfields aus in Südafrika. Er war zeitgleich circa ein Jahr auf LLM in Amsterdam. Und genau danach haben wir irgendwie entschieden, dass es witzig und auch für den fachlichen Austausch gut ist, weiter ein Doppelbüro zu haben und haben es dann einfach wieder bekommen. Und ja, also derzeit ist es aber so, dass wir viel von daheim arbeiten. Freshfields ist da sehr flexibel und wenn wer da ist, dann eher abwechselnd, also ein, zweimal die Woche derzeit höchstens und sonst im Homeoffice. Und ja, wir haben uns das Büro individuell eingerichtet, bisschen zumindest. Also es gibt eine Couch, Fußballpokale, wenn Freshfields mal wo mitspielt und manchmal auch erfolgreich ist. Und ja, wir haben auch eine Kaffeemaschine, aber ich würde euch trotzdem jetzt die allgemeine in der Cafeteria zeigen. So, hier sind wir in der Cafeteria, wo die Kaffeemaschine steht, gewissermaßen Herzstück der Firma. Und ja, normalerweise ist hier viel mehr los. Wir haben Mittagessen hier, wir diverse Social Events, Happy Hours, auch vom Responsible Business Team, die hier gegen Spenden Kaiserschmarrnessen zum guten Zweck etc. organisieren. Und das geht natürlich jetzt alles physisch nicht, aber wir machen von der Kanzlei aus diverse Sachen virtuell jetzt gemeinschaftlich, zum Beispiel Sporteinheiten mit Trainern oder Yoga, Meditation, teilweise auch von Kolleginnen organisiert und virtuelle Wine-Tastings etc. Klar freuen wir uns aber alle wieder, wenn das physisch geht. Und ja, die Tour wäre jetzt an und für sich zu Ende und ich übergebe an unsere Arbeitsrechtspartnerin, die euch in der Lounge erwartet. Hallo, mein Name ist Karin Butzernich-Sommeregger. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin bei Freshfields Bruckhaus Deringer. Ich habe in Wien Jus studiert, am Juridikum, und wusste schon, dass ich Rechtsanwältin werden möchte, war mir aber recht sicher, dass ich keinesfalls in eine Großkanzlei gehen möchte. Das hat sich dann geändert, weil Freshfields hat eine sehr interessante Stelle als Arbeitsrechtskonzipientin ausgeschrieben gehabt und in diesem Team habe ich mich dann gleich wohlgefühlt. Ich habe meine gesamte Rechtsanwaltsanwärterlaufbahn und auch die Ausbildung zur Rechtsanwältin hier verbracht, habe zwischendurch ein halbes Jahr in London auf Secondment verbracht und bin seit 4 Jahren Partnerin bei Freshfields in Wien. Zu unserer Unternehmenskultur kann ich sagen, das sind uns so 4 Schlagworte, die am besten uns beschreiben würden als Kanzlei und Unternehmen. Das sind Teamwork, Internationalität, Exzellenz und Offenheit. Darunter verstehen wir, dass
wir nicht nur exzellente Juristen suchen, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, aber man muss sich auch in internationalen Zusammenhängen wohlfühlen, idealerweise Auslandserfahrung gemacht haben und sehr offen sein für die Fragen und Problemstellungen unserer Mandanten und für die Zusammenarbeit im Team, die ist bei uns sehr wichtig. Was uns auch sehr am Herzen liegt, ist, dass sich jeder bei uns wohlfühlt und ganz einbringen kann, unabhängig davon, wie er sonst sein Leben außerhalb der Kanzlei verbringt. Das fällt bei uns unter das Schlagwort Diversity and Inclusion. Da haben wir ein großes internationales Programm dazu. Der berufliche Werdegang in unserer Kanzlei beginnt üblicherweise als Rechtsanwaltsanwärterin oder Rechtsanwaltsanwärter. Wer davor schon schnuppern möchte, während des Gerichtsjahres oder während des Studiums, kann sich für unser Praktikantenprogramm FreshBits Unplugged bewerben. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, euch bald kennenzulernen.